Liebe Delegierte, die Corona-Pandemie zeigt uns, wie wichtig Digitalisierung und Medienkompetenz sind oder wären. Sie zeigt uns aber auch, wie verletzlich unsere Grund- und Bürgerrechte sind und wie wichtig es ist, dass eine Partei und Person in dieser Partei diese Themen Rechtsstaatlichkeit, demokratische Grundrechte, bürgerliche Freiheitsrechte vertreten und verteidigen. Für diese Themen stehe ich seit über 20 Jahren, seit ich in der FDP bin. Und ich stehe vor allem jetzt dafür, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion. Ich bin Stefan Thome, 52 Jahre alt, Rechtsanwalt aus Kempten im Allgäu, verheiratet, drei Kinder im Teenageralter und würde gerne diese Themen auch für Sie im Bundesvorstand der FDP vertreten. Denn es ist Ihre Freiheit, es sind Ihre Grundrechte, es ist unser aller Rechtsstaat.